Heute erklären wir irreführende geschäftliche Handlungen. Wir beginnen mit einem Beispiel. Das ist das Unternehmen Coca-Cola. Coca-Cola betreibt Werbung im Fernsehen. In der Werbung geht es dieses Mal um das Smart Water, welches seit Mitte Mai 2018 auf den Markt gekommen ist. In der Werbung wird ein Kreislauf der geschäftlichen Handlung von der Produktion des Smart Waters verdeutlicht. Dieser Kreislauf besagt, dass das natürliche Mineralwasser verdampft und dann wieder aufgefangen wird, um anschließend die bei dem Prozess verloren gegangenen Mineralstoffe künstlich wieder hinzuzufügen. Aber in Wahrheit ist dieser ganze Prozess gar nicht notwendig, da sich das Wasser durch den Dampf nicht ändert und man die verloren gegangenen Mineralien nicht wieder hinzufügen kann. Es wird versprochen, dass das Smart Water dampfdestilliertes natürliches Mineralwasser ist, welches für einen klaren, frischen Geschmack sorgen soll. Dies verleitet Kunden dazu, das Produkt trotz des hohen Preises und des guten Images von Coca-Cola erwerben zu wollen. Deshalb wird das Produkt 7-mal teurer als herkömmliches Mineralwasser verkauft. Der Werbespruch lautet: Von Wolken inspiriert. Nun kommen wir zur Definition der irreführenden geschäftlichen Handlung. Diese veranlasst den Verbraucher oder sonstige Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung, die er andernfalls nicht getroffen hätte. Zum Beispiel, es werden irreführende, unwahre Angaben über das eigene Unternehmen verbreitet. Wenn irreführend geworben wird, zum Beispiel Preisherabsetzung für einen unangemessenen kurzen Zeitraum. Das Gut wird nicht in angemessenem Umfang zur Befriedigung der Nachfrage angeboten. Dem Käufer werden wesentliche Informationen vorenthalten. Bei geschäftlichen Handlungen gibt es folgende Verbote: Die Verwendung von Gütezeichen, Qualitätskennzeichen oder Ähnlichem ohne die erforderliche Genehmigung. Werbung für eine Ware oder Dienstleistung, die der Ware oder Dienstleistung eines bestimmten Herstellers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware oder Dienstleistung zu täuschen. Die Angabe durch eine bestimmte Ware oder Dienstleistung ließen sich die Gewinnchancen bei einem Glücksspiel erhöhen. Laut dem Deutschen Werberat darf die Werbung das Vertrauen der Verbraucher nicht missbrauchen und mangelnde Erfahrung oder fehlendes Wissen ausnutzen. In diesem Fall des Smart Waters wird den Verbrauchern etwas erzählt, was nicht stimmt, und somit wird das Vertrauen missbraucht und fehlendes Wissen ausgenutzt. Nun erläutern wir die Rechtsfolgen. Der Anspruchsberechtigte hat einen Anspruch gegenüber dem Unternehmen auf Beseitigung und Unterlassung. Dies geschieht mit einer Abmahnung oder einer einstweiligen Verfügung. Es kann zu einer Gewinnabschöpfung kommen und ein Recht auf Schadensersatz bestehen. Nach § 16 Absatz 1 UWG kann bei unwahren Angaben, die veröffentlicht wurden, auch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren gerechnet werden. Anhand des Beispiels kann man sehen, dass die Werbung von Coca-Cola nicht der Wahrheit entspricht, da die irreführende geschäftliche Handlung anders verläuft, als in der Werbung vorgestellt wird. Wenn wir nochmal die Punkte der unlauteren Handlungen betrachten, kann man feststellen, dass das Produkt gut dargestellt wird, die Produktion aber anders verläuft, es wenig Anzahl vorhanden ist und die Wahrheit nicht erzählt wird. Somit kommen wir zu dem Entschluss, dass diese Werbung eine irreführende geschäftliche Handlung enthält.